Popkultur, der lustige Podcast mit Julian und Martin. Auf dem Fernsehpuppensektor, da bist du ja schon eine der führenden Persönlichkeiten. Siehst du das eigentlich selbst auch so? Also ich bin ein bisschen neidisch, dass du als Kind eine Muppet Babies Tapete hast. Ich habe jahrelang meine Eltern versucht, da war ich sogar noch Anfang 20, dass ich eine Schlumpftapete bekomme und ich habe sie nicht gekriegt. Wo Samson in der Hängematte liegt und sagt, ja, er ist krank, er kann heute leider nicht Sesamstraße machen. Kam sogar die Legende auf, dass Blacky Fuchsberger aus der Sendung rausgeschmissen wurde, damit ich in diese Sendung reinkomme. Hanke. Ja, du, ich bin's. Pass mal auf, eine Frage. Und ich habe nicht viel Zeit, ich muss um 14 Uhr weg, Katerkastration. Ja, das habe ich im Blick. Pass mal auf. Okay. Aber wie bist du eigentlich Puppenspieler geworden, haben wir uns gefragt. Also ich hielt mich immer selber für den größten Sesamstraßen-Nerd und Experten. Weit gefehlt, es ist Julian Schlichting. Und du bist Elmo, du bist der Star der aktuellen Sesamstraße. Dass ich einfach nur das Opfer eines riesengroßen Missverständnisses bin. Das sieht so aus, als ist das das Produkt, mit dem du bald deine Figuren entstaubst. Das sieht aus. Jetzt kommen die richtig alten Geschichten raus. Popkultur mit Martin Reinl und Julian Schlichting. Ab 1. Juni auf sämtlichen Podcast-Portalen und auf YouTube. Sensationell!